sagen und welcome back in Siem Reap. Ich habe gerade total vergessen zu filmen. Ich war draußen in der Stadt, bin zum Supermarkt gelaufen. Das ist hier so eine ganz, ganz lange Straße entlang. Vielleicht nehme ich euch die Tage nochmal mit, wenn ich was brauche. Und da ich dann so vollgepackt war, habe ich mir nachher einen Tuk-Tuk zurückgenommen. Für $2. Das fand ich vollkommen okay, weil ich hatte keinen Bock, den Scheiß zu stemmen. Ich zeige euch mal meine Ausbeute. Und zwar habe ich mir das alles geholt und ich dachte eher so, das kostet irgendwie $60. Aber im Endeffekt waren das nur 14. Mit Bier dabei, viel zu trinken und ein bisschen was zu schlickern für zwischendurch. Ja, das war so heute Morgen. Richtig geil gefrühstückt. Ich blende euch hier mein Bild ein. Ich melde mich aus meinem schicken Hotelzimmer zurück, was ich seit gefühlt anderthalb Tagen nicht mehr verlassen habe. Ich bin total im Gammelmodus und was das natürlich noch beeinhaltet, ist dazu das Wetter, weil, seht ihr das? Es schüttet, es regnet, es stürmt, es blitzt zwischenzeitlich. Und ja, aus dem Grund gehe ich nicht aus dem Hotelzimmer raus, sondern habe halt viele Videos geschnitten, habe schon mal ein paar Texte für den Blog vorbereitet und gucke gerade eine richtig coole Serie über Survival-Leute, aber es wird halt immer wieder unterbrochen durch das schlechte Wetter. Gestern hatte ich auch einen Kamerafehl, ich wollte eigentlich das Gewitter aufnehmen mit der Kamera, nur wenn da diese Wasserhülle drum ist, dann hört man den Ton nicht. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gequasselt, aber im Endeffekt hat man nachher nichts mitbekommen. Deswegen, ja, habe ich das jetzt heute gleich mal sein lassen. Und das wird dann nur ein ganz kurzes Video, weil ja, nichts passiert, außer dass ich abends vielleicht mal kurz rübergehe, was essen. Und das war's dann. Ansonsten liege ich irgendwie nur im Bett rum. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade so, ich glaube, ich messe gleich mal Fieber, nicht, dass ich schon irgendeine Krankheit entwickelt habe mit den ganzen Mückenstichen oder so, keine Ahnung. Werd schon paranoid hier allmählich. Ja, ansonsten gehe ich auf jeden Fall morgen raus, egal wie das Wetter ist, ob das regnet ist oder ist, keine Ahnung, weil ich muss hier irgendwie jetzt mal raus nach anderthalb Tagen und werde dann auf jeden Fall morgen das Ticket für Angkor Wat besorgen. Morgen Abend und dann gegebenenfalls, wenn das nicht mehr so gewittert, halt den Sonnenuntergang mit anschauen. Und dann halt die nächsten Tage noch, ja, schon mal buchen, so mit dem Flying Gibbon und mit der Quad-Tour und sowas. Aber muss ich aber halt noch gucken wegen dem Wetter. Und ich wollte das Hotel ja noch verlängern, weil ich wollte ein bisschen länger hier bleiben, weil ich das echt gemütlich finde. Das Bett ist sehr gemütlich. Das Zimmer ist richtig schön groß. Der Pool ist auch cool. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall nochmal und verlängere um irgendwie 4-5 Tage oder so. Um dann auch wirklich alles zu machen, weil bei dem Wetter durch Angkor Wat spazieren, obwohl es ist eigentlich egal, ob man nass ist, weil der Schweiß einem die ganze Zeit runterläuft, oder nass ist, weil es die ganze Zeit regnet. Ich muss einfach mal gucken und ja, da werdet ihr es auf jeden Fall die nächsten Tage sehen, was ich dann so gemacht habe oder vielleicht auch nicht gemacht habe. Ich habe jetzt gerade ein 3-Gänge-Menü für $4. Und das ist jetzt das Curry und das sieht super lecker aus, total begeistert. Cocktail 2,50 €, davon bestelle ich mir gleich erstmal 2 und dann sehen wir mal weiter. Bis dann!